Willkommen zurück zu Elden Ring. Wir stehen hier auf dem Berggipfel der Riesen. Sind gerade hier angekommen. Dem Aufzug von Rold. Ruinen von Zamor. Da haben wir schon ein paar Mal Helden von Zamor getroffen. Na, ist das auch ein Held? Angriffe ein bisschen kennenlernen. Sie lassen sich anscheinend nicht so parieren. Ich finde, das Timing sitzt eigentlich einigermaßen gefühlt, aber... Bisschen früher sogar. Noch ein bisschen früher. Das ist das Problem. Ich weiß halt nicht, wenn er ausholt, wenn ich den Gegner nicht so gut kenne, wie schnell die Animation danach ist. Ich warte halt auf die, dass ich wirklich sehe, wann er angreift. Aber man muss eigentlich, zumindest wenn er von der linken Seite angreift, genau, muss man das sofort machen. Dafür muss ich jetzt erstmal ein paar Mal die Angriffe sehen. Also von der linken Seite, wenn er mit dem eigenen Körper nach vorne zieht, muss man sofort bei Start der Animation eigentlich schon parieren. Bei anderen Animationen muss ich erstmal ein bisschen schauen. Es gibt ja auch Animationen, wo du das mal sehen musst. Dann holt er aus. Oh, wir haben erstmal einen Ort der Gnade, den ich anscheinend letztes Mal habe ich übersehen. Anscheinend. Und ich kenne eigentlich nur einen mit dem Hut, von dem ich auch das Schwert habe hier. Der Jura, aber wird das ja nicht sein, der ist ja tot. Wir müssen gleich mal kurz vorbeischauen, wer das ist. Finally, we meet the Tarnished, who would be Lord. Oh my. Why the long face? I fear that you were previously acquainted with this vessel. Mm-hmm. Well, that is most unfortunate. For he is dead. As for his flesh, he gave it to me. Shabriri, I hope you can make your peace with that. It's a zombie. You were about to sacrifice something precious. The life of a fair maiden that you would toss into the fiery forge only so that you may be lord. What a horrible thing to ponder. Your ascendancy requires her sacrifice, whether she wishes it or not. But how would the lord crowned so be looked upon? Chosen, tarnished, and would be lord. Dare to tread the path of true rigor. Spare the poor girl and singe your own flesh in her stead. If you are prepared to show resolve and attain lordship through righteous hardship, then heed the words of I, Shabriri. Chosen Tarnished, descend into the depths far below the Erdtree capital. Seek audience with the three fingers and the flame of frenzy. If you inherit the flame of frenzy, your flesh will serve as kindling, and the girl can be spared, setting you on the righteous path of lordship, the path of the Lord of Chaos. Burn the Erdtree to the ground. And incinerate all that divides and distinguishes. Ah, may chaos take the world. May chaos take the world.
Ich will nicht sagen, aber deine Argumentation verliert so ein bisschen an Schwung, wenn du dann am Ende so abdriftest. Aber, die Frage ist, was von dem, was er sagt, stimmt. Vielleicht stimmt es alles von den Fakten grob, aber es ist eine Interpretation. Mit Melina auch mal drüber sprechen. Drei Finger? Ich weiß gar nicht, wo dann unter der Hauptstadt noch was sein soll. Ich dachte, hätten wir alles erforscht. Ist vielleicht noch was Neues. Wie gesagt, wenn man dann so gegen Ende so abdreht, dann fällt es, sage ich, im Unentschlossenen noch etwas schwer, sich da sofort drauf einzulassen. Vielleicht anders rangehen an sowas. Nur so eine Idee. Der Schrapiri. Feuerblüte sieht hübsch aus. Die Viecher schon wieder. Noch neue Rover. So wenig benutzt auch bisher. Ja, schon die Goldrover auf dem Altus-Plateau gefunden. Habe ich ein einziges Mal benutzt. Die sind wahrscheinlich noch besser. Das ist rüber cool. Überlegt. Und dann so, ja doch. Verstehe nicht noch, warum ich da durchhaue. Sogar mal zu früh, was auch ein anderer Angriff. Schwerer Angriff war keine gute Idee.
Klangperle des Schmiedesteinschürfers. Na dann. Nicht vergessen, die demnächst mal einzulösen. Komm her. Ordentliche Reichweite da drauf. Gesehen, dass er da stand. Das war er tatsächlich von da hinten, den ich vermeiden wollte. Kam dann hinzu. Nicht gedacht, dass er von der Seite kommt. Gegen zwei auf einmal. Muss ich ein bisschen schneller killen. Ich muss die überhaupt nicht killen. Die Ruinen jetzt ja eigentlich schon gecleared. Im Keller auch. Was Spannendes hier. So, mal schauen, was da ist. Obwohl, da müssen wir anscheinend eh lang, weil der Weg da lang geht. Schauen wir noch auf die Ostseite hier mal. Oh. Ein Hinweis auf einen versteckten Dungeon. Sehr souveränes Kämpfen vom Pferd. So, zeig mir was. Da hinten. Okay. Schön merken, da war der Durchgang.
wenn der Link so weit, relativ weit nach oben geht. Gucken, wo ich da ein Dungeon oder was auch immer finde, ein Geheimnis. Zeigt das hier irgendwo hin? Oder zeigt das ganz da hinten hin? Eigentlich sollte das irgendwo hier sein, wo ich jetzt gerade bin. Aber wie komme ich? Ich sehe nichts erstmal. Oberhalb von mir. Das ist so ein bisschen ungefähr. Schau mal kurz von der Seite nochmal rein. Was ist der Spalt im Felsen? Ja, da oben. Da oben vielleicht. Also, wie die beiden Felsen sich berühren. Da ist auch was, da oben. Guck mal an. Also da. Kommt man schon irgendwie hoch, aber nicht von hier. Aufpassen. Nicht in den Abgrund reiten. Ist da hinten ein Aufzug oder sowas? Nicht backstabben den Typen. Oder ich habe nämlich den Winkel nicht gehabt, was eigentlich ganz okay aussah.
Dornbusch der Bestrafung. Das ist ein Zauber. Ja. Abwegige Zauberei, die von verbannten Verbrechern entdeckt wurde. Nichts verachtet die Akademie so sehr wie die Zaubereien dieser Kriminellen. Verwundet den Zaubernden mit den Dornen der Strafe, um eine Spur aus Blutdornen zu erschaffen, die Gegner von unten aufspießen. Die Schuldigen leben in ewiger Dunkelheit, da ihnen die Dornen ihre Augen raubten. Und in dieser Dunkelheit fanden sie den Blutstern. Das ist also alles Kriminelle. Sehr gut, dass ich die alle umbringe. Wusste ich's doch. Sonst hätte ich es auch nicht gemacht. Alles Kriminelle. Oh, ein Bergpass. Das Auge der Bestie. Na dann. Und dann gibt es dann auch keinen. Das war der Dungeon, auf den er hingewiesen hat. Ja gut, das war, was unnötig war. Aber die kleinen Wichte gibt es hier wieder. Keiner hat sie vermisst, trotzdem sind sie wieder da. Sehr schön. Schon mal ahnen, wer auf uns vielleicht wartet hier in dem Dungeon. Freue ich mich ehrlich gesagt nicht drauf, mag die nicht. Autsch. Meine Leiche noch schänden. Es war eh noch so ein Blutfleck übrig.
Schmiedestein 6. Mit großen Reichweite ist es angenehmer gegen die. So weit runter ging das? Nicht gedacht. Ich habe nicht so lange angefühlt. Fahrt. Jetzt gucken wir uns mal kurz an hier. Toll. Wo habe ich das jetzt gemacht? Oh. Oh. Ich werde erst mein Zeug einsammeln. Man noch eine Etage tiefer fahren kann damit. Nur ums Eck gucken, beinahe runtergefallen. Ist auf der gleichen Ebene ja wieder andere Aufzug, aber. Was denn? Jetzt pralle ich mal so billig ab. Davon. War bestimmt sein Onkel. Der hier. Das ist sein Cousin. Den verhaue ich jetzt auch noch. Schön.
kann man die vorher nicht anvisieren. Das ist interessant. Mir fällt spontan kein anderer Gegner ein. Auch wenn die am Boden liegen, zum Beispiel welche Zombies oder so, die man nicht anvisieren kann. Das sind jetzt tatsächlich Gegner, die ich nicht angreifen sollte. So Schlaufuchs oder was? Au, au, au. Okay. Es wäre auch souveräner gegangen. Dualtopf noch kein einziges Mal benutzt. Mal gucken. Nicht irgendwas ganz Tolles weiß, was ich mal machen möchte. Jetzt sehe ich hier Schluss sozusagen. Das heißt, das, was ich jetzt vorhin schon entdeckt habe, würde man wahrscheinlich jetzt eh entdecken, weil man hier nicht weiterkommt. Das ist nicht immer bei den Sachen, die ich entdecke, Ärger, also Ärger ist übertrieben, aber es ist immer so toll, wenn ich dann denke, wow, das habe ich ganz alleine entdeckt. Und keiner weiß Bescheid. Wenn jetzt sozusagen in eine Sackgasse ist, wird man ja praktisch dann dahin fast gezwungen. Oder ist das hier schon wieder... Die war nach vorne auch nicht da. Das ist schon wieder so ein Mindfuck-Ding, oder? Da gibt es davon Spawn, die irgendwie, wenn ich die ändern, kille, die man nicht anvisieren kann. Das ist schon wieder so ein Mindfuck. Okay. Da muss ich mal kurz. Also ich bin da hoch, dann will ich auf die andere Ebene, muss ich also auch nochmal. Guck ich mal kurz, wo das hinführt. Nicht. Das ist eine Strafe. Oh, das ist tatsächlich. Au, au. Mein Schaden erst ein bisschen nach dem Landen. Okay, also die Animation zu lesen von dem Vieh sind mal extrem. Da wäre auch wahrscheinlich der Fliegel besser. Okay, also die Dinger hasse ich. Ich check die Animationen von denen nicht. Und jetzt können wir mal checken, wie wir da wieder hinkommen. Wo es nicht so schwer, aber noch ein Weg.
Nahkampfwaffe gefunden, alles gut. Nein. Ja, ist ungeduldig. Richtig jetzt? Bin ich ganz sicher. Vielleicht erstmal die andere Richtung erforscht von dem Raum. Okay, das ist ein bisschen... Wahrscheinlich besiegt, oder? Ich bin... Hier habe ich aber keinen anderen Weg, hier renne ich nur irgend...
Hier bin ich nicht. Ach, da geht's hoch und da geht's auch noch nach unten. Ach du Scheiße, das habe ich gar nicht geschnallt eben, dass das der Aufzug war. Da ist einfach so ein Loch im Boden. Da geht's auch noch hin. Scheiße. Okay, ich habe schon 3 verschiedene Sachen, die ich noch erkunden muss. Oh Gott. Au. Die Invasion. Denn her? Nein, 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 ich will nicht. Wo kommt denn der kleine Arschwicht her? Okay, ich muss einfach den Arschwicht vorher erledigen und dann einfach geduldig sein. Das ist kein schöner Kampf und sieht nicht schön aus. Ich komme mit denen einfach nicht gut klar. Was soll ich machen? Muss ich einfach die ein bisschen langsam kaputt bauen. Oh, schöner Treffer. Wollen wir es nicht bleiben lassen, Kinders? Was habe ich jetzt hier gerade gemacht? So, können wir das bitte bleiben lassen? Also diese Begräbniswächter, die hasse ich. Zusammen mit den Libellen und diese komischen Albinaurik, 8 Arme. Obwohl eigentlich nur der eine so richtig schlimm war. Ich glaube, welche Gegner mir so richtig auf den Sack gehen. Schon irgendjemand vergessen, wenn ich so richtig scheiße finde. Was sind eure Hassgegner? Wieder so andere. Ich muss echt noch mal nachdenken. Mir fallen gerade ein paar nicht ein. Um die hier rumhängen, weiß ich auch nicht.
Dann kann ich es jetzt den Hof mal einsammeln. Wo ist jetzt der blöde Wicht hergekommen? Mich von irgendwo verfolgt? Ach, da. Schloch. Noch einer. Ich hab drauf gewartet. Stopp mal. Ist hier noch mehr? Der dreht sich am... Ich häng da fest. Es tut weh. Kann ich mich nicht bewegen. Hat er nicht einfach tot gespuckt? Was ist jetzt? Dann war der fast tot. Zeit noch was. Na komm, spring hinterher. Alter. Wäre damit nicht sehr glücklich gewesen. Kann ich jetzt dann bitte nicht an dem so blöd sterben? Das
Jetzt irgendwie. Shit. Wie sie den Kopf umgedreht hat, habe mich da mit dem Schwanz geschlagen. Okay, ich will hier weg, ich will hier weg. Was? Schaden bekommen. Ein Bossfight, ey. Komplette Bossfight für mich. Und wofür? Für nix? Absolutely nothing. So, das ist hier wieder, das ist der normale, den man von oben gesehen hat. Wo ist unten her? Achso, ich darf jetzt, warum hat sich die Tür geöffnet?
Und ein guter Grund, nicht anzugreifen. Das verstehe ich. Wenn sich irgendwo eine Tür öffnet, würde ich auch nicht zuhauen. Oh, ich verhaue nur deinen kleinen Kollegen hier. Und dann gehe ich weg, oder? Vielleicht machen wir das nochmal so. Komm, ich will dich damit killen. Komm mal hierher. Diese Fleischexplosion endet das immer mit denen. So. Wow. Ah, das sind diese großen Blumen. Nicht nah genug.
Ups, da war was. Oder ist das jemand im gleichen Gebiet hier? Man endet im gleichen, das ist noch der andere Durchgang, eine Ebene höher. Da sind, kann man denn da durchgucken? Hm. Warum kann man denn da durchgucken? Habe ich da oben jetzt noch irgendwas zum Machen oder. Warum? Jetzt hat wir zurück. Da haben wir auch alles gemacht. Dass ich ihn das mal wieder hochgeschickt hatte, den Aufzug. Hier offen. Auch interessant, wenn man von hier aus irgendwas machen könnte. Dass ich darauf gehüpft bin, auf beiden Ebenen, hat mir noch gar nichts gebracht. Außer das vielleicht zu erkennen als Kabine. Und damit halt dann auch zu kommen, dass man da noch eine Ebene tiefer soll. Schau mal, auf welcher Ebene bin ich jetzt? Und vor allem geht das noch eine Ebene tiefer. Okay, es geht nicht noch eine Ebene tiefer. Da ist jetzt Schluss mit. Aber hier, sollen wir uns angucken. Natürlich.
hasse die so sehr. Ich hasse die so sehr. Der auch, ist egal, auch wie ich da lang laufe. Der ist so gut, der trifft mich immer. Wenn ich hier null einsammle. Ja, kommt auch beide. Jetzt kommen halt Heavy Fucker. Wie dieser hässliche Wicht mich vom Aufzug geschubst hat. Alter, dieser Dungeon. Geht's noch?
Bin ich trotzdem noch getroffen. So ein kleiner Arschwicht. In ihrem kleinen Kackraum. Für nix. Warum? Jetzt häng ich glaube ich schon wieder fest. Wie geht's mir? Warum kriege ich Schaden? Hier irgendwo in der Ecke. Was? Wo denn? Wenn da wieder ein bisschen Bodenfrost ist. Das vertrage ich nicht. Es tut so weh am Fuß. Komm da runter. Da kann man nicht vernünftig kämpfen. Was? Wie? Ich schon längst vorbeigehauen? Ja, oder war noch der Stiel? Der tut sehr weh. Nein! Alter Scheiße. Jetzt komm halt einfach her. Alter. Hier raus.
Warum fährt er jetzt da hoch? Schwer sind die Movements von der eigentlich nicht, ohne Scheiß. So schwer sind die Movements eigentlich wirklich nicht. Ich hab nur bei dir irgendwie so eine komplette Blockade. Ich sag mal, bei der Katze, feuer mich. Ich brauche diese Scheiße überhaupt nicht. Nichts von der Scheiße brauche ich nicht. Nur zum Spaß. In diesem Teil des Dungeons. Nix. Für nix braucht man das. Ist nur Scheiße. Ja, schon vergessen. Wie überlebt ihr einen vierten Schlag? Wie überlebt ihr einen dritten Schlag durch einen vierten Traufer? Mich verarschen. Wichtkopf, ja. Wenn das T gegen S tauschen, sind wir schon näher dran. Aber die sind auch gar nicht so schlimm. Der Chef ist. Hier brauche ich überhaupt nichts. Ich nur aus, weil ich gern wissen will, was hier ist. Nichts braucht man, die Scheiße. Ah, natürlich nicht. Nein, halt nicht. Noch eine Ebene, nach oben ging es nicht, ne? Nach unten, nein. Dann gehe ich halt komplett ohne Ressourcen in den Bossfight. Warum auch nicht? Why not? Ich sehe ja kein Problem. Zur zweiten Phase, sollte nicht in der Nähe sein. Ah, fuck. Vielleicht kann ich ja mit den schweren Angriffen arbeiten sollen. Ich hätte wahrscheinlich einfach so verhauen können, es wäre die sicherere Variante gewesen. Ein dritter her. Hätte ich trotzdem letztes Mal ja auch leise machen sollen.
jetzt ein Level mehr. Aber so ist es halt. Der Boss ist halt kinderleicht eigentlich. Einmal so einen blöden Fußtritt kassiert. Meist muss uns relativ leicht auszuweichen. Ja, also wenn ich zu weit wegstehe und dann nicht rechtzeitig hinrenne. Das habe ich nicht. Also ich habe. Naja. Die Strafe dafür. Herkommt. Darf ich ihn treffen? Das ist aber mal großzügig. Wie schnell die auch vorhin hinterhergekommen sind, ne? Als ich an ihnen vorbeigerannt bin. Da habe ich mal zu spät gerollt. Auch schon beim ersten Mal vernünftig haben können. Also wir haben zwei Klangperlen jetzt inzwischen dazu bekommen.
Grank. Todeswurzeln. Gönnen wir uns die Belohnung noch für diese doch etwas hartkurige Geschichte hier. Wo hier, ist relativ am Anfang, oder? Besuchen wir nochmal den Gorank und geben ihm die Todeswurzel und gucken, was wir so bekommen. Und wir gucken, was wir für die Klangperlen bekommen. My thanks, Death. My sin, I shall grant thee. My claws, feed me. More. Bestienklauen Großhammer und der Stein von Gorank. Eigentlich kann ich hier nochmal vielleicht inzwischen doch das was anderes einlösen. Nee. Ein Dorn verbrennt. Gibt's da was Neues? You must find kindling only the smoldering flame in the great forge of the giants on the highest peak in the lands between can burn the earth tree. But special kindling for the flame. And can lead you to the room. Oh, die spricht. Ich frage mich, wie sehr die Melina. Was genau ihr Plan ist. Schmiedestein 6 kann man jetzt kaufen. Wie viele? Unbegrenzt? Das ist aber ganz nice. Aber dann kann man wirklich die Waffen einigermaßen, auch wenn man jetzt eine andere Waffe anfängt, kommt man schon einigermaßen okay weit. Halt nicht auf das Top-Niveau, da fehlen halt die letzten zwei Aufwertungsstufen. Das wäre die letzten drei, aber einigermaßen kommt man schon hin. Schmiedestein 8 brauche ich leider hier. Ein 7 kann ich noch nicht kaufen, okay. Wohin? Auf gutem Weg. So. Bin froh, dass ich aus dem Scheiß raus bin. Sagt mir gerne nochmal, was eure Hassgegner sind. Würde mich mal interessieren, was da bei euch womit ihr so am meisten Spaß habt. Und ich hoffe, dass ich meine Hassgegner jetzt erstmal eine Weile nicht mehr treffe. Und dass wir hier mal schauen, über diesen Abgrund gehen. Wie das so läuft. Es war eine herausfordernde Folge. Aber schön, dass ihr bis zum Ende dabei geblieben seid. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.